So, Debbie, schau mal. Du musst es halten. Stell dich neben mich. So. Und jetzt musst du es so halten, dass du mich ganz gut im Bild hast. Ja, hast du? Hast du? Ja. Okay, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Seagull Beach Resort. Und das ist jetzt der Show-Effekt. Es soll überall Ruhe sein und da läuft irgendeine Maschine. Aber das macht nichts. Wir befinden uns hier im Seagull Beach Resort in Hurghada. Es ist eine der größten Hotelanlagen mit über 700 Zimmern hier in der Innenstadt von Hurghada. Und wir werden gleich um halb noch das Fernsehen dazu nehmen. Das heißt, wir werden im Facebook Live durch die Hotelanlage gehen, als Urlaubschecker ferngesteuert. Und ich warte jetzt noch auf das Go von München, dass wir die Fernsehzuschauer mit dazu nehmen. Und dann gehen wir hier durch diese wirklich großzügige Hotelanlage. Wir haben heute hier ein tolles Special, was angeboten wird, nämlich... Er hört mich schon. Ich warte aber jetzt auf das Go von München, dass ich die Fernsehzuschauer dazu nehmen kann. Also ich hoffe, dass ich von der Regie auf jeden Fall ein Go kriege. Okay, dann warte ich auf euer Go. Die Facebook-Zuschauer sind schon dabei. Und hier nochmal herzlich willkommen an alle, die sich jetzt dazugeschalten haben im Seagull Beach Resort in Hurghada am Roten Meer. Und da steht er und der Andreas Diefenbach steht als Urlaubschecker ferngesteuert im Seagull Beach Resort, das dritte Hotel, was wir hier in dem Select-Produkt anbieten. Und ihr habt es gut mit mir gemeint, es ist auch eine der größten Hotelanlagen hier in der Stadt mit über 700 Zimmern und natürlich einem riesigen Areal. Und wir möchten jetzt auch die Fernsehzuschauer und die Facebook-Zuschauer mitnehmen auf die Reise durch die Anlage und gar nicht viel Zeit hier verschwenden in der Lobby. Ich werde die Kamera übernehmen und ganz kurz unsere Debbie vorstellen. Debbie ist die deutsche Guest Relation hier im Seagull Beach Resort und wird mich begleiten, sonst bin ich hier hoffnungslos verloren. Debbie, wir starten. So, und wir starten auch direkt mit einer tollen Aussicht auf den Aquapark mit den Rutschen. Und liebe Zuschauer, immer darauf achten, wir haben Dezember und wir haben strahlend blauen Himmel und wir haben 25, 26 Grad. Du gehst vor. Und wir fangen an mit dem Hauptrestaurant, machen einen kleinen Schwenk. Weil jetzt haben wir Glück, die Gäste sind noch nicht zum Essen da und dann ist es noch relativ ruhig im Restaurant. Das ist eines von zwei Hauptrestaurants vom Seagull Beach Resort hier in Hurghada. Es gibt noch ein weiteres, das werden wir nachher auch zeigen. Aber das hier liegt so schön nah an der Lobby. Und es gibt auch einen Eingang von der Lobby hier ins Restaurant, dass man also ganz schnell da ist. Und man sieht, hier wird schon fleißig gewerkelt, hier wird fleißig aufgebaut, denn die Mittagsessenzeit beginnt gleich. Da liegt der frische Fisch aus dem Roten Meer, wird gerade zubereitet. Hier ist die Pasta-Station, die Beilagen, Brot, was das Herz begehrt, zwei verschiedene Suppen. Und hier haben wir dann die gesunden Sachen mit Salat, verschiedene Dressings. Natürlich die Kalorienbomben, die direkt auf die Hüfte fallen dürfen, nicht fehlen. Dann haben wir zwischendrin wieder was Gesundes, nämlich frisches Obst. Und auch etwas, was hier in Ägypten ja ganz typisch ist, frische Datteln. Guaven, ägyptische Mandarinen und Orangen. Also alles hier aus eigener Produktion aus Ägypten, was zum Mittagessen bereitgestellt wird. Wir gehen jetzt weiter, weil wir haben, liebe Zuschauer, ja nur 15 Minuten im Fernsehen. Und darüber hinaus, weil ich denke, wir werden es nicht schaffen in 15 Minuten, sind wir auf Facebook Live weiterhin natürlich online und live und zeigen bis zum Schluss noch die komplette Hotelanlage. Das heißt, wenn wir im Fernsehen rausgenommen werden, dann schalten Sie bitte schnell um auf Facebook Live, denn da geht es dann weiter. Ich möchte nicht verpassen, das zeigen wir auch nur von außen, den A la carte Tower zu zeigen. Dort ist ein International Restaurant enthalten, wo man abends gegen Aufpreis à la carte essen kann. Von der Lage her natürlich klasse, weil man hat einen Rundumblick auf Hurghada. Und der Boden dreht sich. Ja. Debbie, das hast du mir bis jetzt noch nicht gesagt. Also ein Drehrestaurant, das ist ja klasse.
Ich möchte natürlich auch nicht verpassen zu erwähnen, dass das Hotel hier eine ganz exponierte Lage hat, nämlich direkt an der Sheraton Road. Das ist auch eine der größten Einkaufsstraßen hier und in Hurghada. Viele Hotels sind an dieser Straße gelegen, aber auch viele Shops, Restaurants und Bars. Also liebe Zuschauer, ruhig auch mal rausgehen und die Stadt hier erkunden. Die Anlage hat 5 Pools insgesamt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Debbie, 3 davon sind beheizt. Genau, unser Aquapark und 2 der anderen großen Pools. Okay, also 3 beheizte Pools in den Wintermonaten. Und das ist ja jetzt gerade heute für dieses Special, was angeboten wird, wichtig, weil Reisezeit ist jetzt noch sofort im Dezember und im Januar. Und wenn man Glück hat, kann man hier natürlich für ab 199 Euro eine Woche Hurghada buchen. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist wirklich ein Schnapp vom Allerfeinsten. Wir sind hier an einem der Strandabschnitte. Muss man auch erwähnen, hier kann man schön und langsam ins Wasser reingehen. Das ist gerade auch, wenn Familien mit Kindern hier sind, ganz interessant, weil dieser erste Strandabschnitt hier ist relativ weit, flach. Das heißt, man kann ziemlich weit reinlaufen, bevor man dann schwimmen gehen kann. Wir gehen nicht zu nah ran, weil viele Gäste möchten nicht gefilmt werden im Urlaub. Natürlich ist an jedem Strandabschnitt und an jedem Pool auch eine Bar. Und auch für den täglichen Gebrauch gibt es hier Geschäfte, wo man einkaufen kann. Hier. David, du darfst ruhig einen Schritt vor mir gehen, dass ich von der Orientierung her weiß, wo du hin willst. Angenehme 25, 26 Grad und das in den Wintermonaten, das ist natürlich schon klasse. Debbie, wie viele Restaurants habt ihr insgesamt? Wir haben insgesamt 6 Restaurants. 6 Restaurants. Und 3 à la carte. Am großen Strand werden wir gleich unseren Food Court sehen. Ja, okay. Das ist immer geöffnet zum Mittagessen, von um 1 bis um 3. Und es gibt verschiedene Sachen. Wir haben Italienisch, Asiatisch, Indisch und Orientalisch. Okay. Hier sind wir dann am Strandabschnitt Nummer 2. Genau. Ich zeige auch immer ganz gerne mal, wie schön gepflegt die Gartenanlagen hier sind. Das ist ja auch, wie sagt man so schön, das Auge isst mit. Eine sehr gepflegte Hotelanlage, parkähnlich hier eingebettet. Und Sie brauchen keine Bedenken haben, auch wenn es so eine große Anlage ist. Dadurch, dass es verschiedene Sektionen gibt, verläuft sich alles ein bisschen. Das ist, wie gesagt, der 2. Strandabschnitt. Wir haben hier Beachvolleyballfeld, wir haben hier Hüpfburg oder Rutschburg. Hier gibt es sogar eine Foamparty für die Kinder. Na, was will man mehr? Und ebenfalls, ich hoffe, dass man das gut erkennt im Hintergrund, unser geliebtes Rotes Meer. Und hier befindet sich der Food Court, die Foodpromenade. Und wir haben hier Asiatisch, wir haben Indisch, Italienisch, Orientalisch. Und Orientalisch. Also hier ist für jeden was dabei. Jetzt rauscht es ein bisschen, weil wir gehen hier über die Wasserkaskaden. Ich mache einen kurzen Schwenk rein, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Und wir gehen dann in die Richtung weiter? Genau. Okay, dann tun wir das. Es sei nochmal gesagt, wir sind circa 15 Minuten live im Fernsehen, liebe Zuschauer. Und danach sind wir weiterhin live auf Facebook, auf der Sonnenklar-TV-Seite in Facebook, um Ihnen wirklich komplett alles zeigen zu können. Aufgrund der Größe der Anlage schaffen wir das jetzt nicht in 15 Minuten. Wir werden natürlich auch noch ein Zimmer zeigen. Wir werden auch die Wellness-Area zeigen. Wir werden am Kids Club vorbeigehen. Und der Streichelzoo? Den finden wir hier. Da sind wir gleich. Ich würde sagen, zuerst das Zimmer. So, die Regie flüstert mir gerade ins Ohr, wir haben noch 6 Minuten. Ich würde sagen, wir sind ganz gut in der Zeit und können so den Fernsehzuschauern auf jeden Fall noch das Zimmer zeigen. Auf der rechten Seite, ich habe die Kamera ein bisschen hingeschwenkt, ist der Streichelzoo. Das ist besonders für die Familie mit Kindern natürlich schön. Da gibt es einen Pfau, da gibt es Affen. Da kann man ein paar Tiere bewundern.
Wir haben uns bewusst ein Zimmer im Erdgeschoss ausgesucht, da wir immer ein bisschen Bedenken haben, dass die Internetverbindung nicht stabil genug ist, dass es in den oberen Etagen reicht. Natürlich hat man in den oberen Etagen auch noch einen schöneren Ausblick. Aber Sie sollen ja gar nicht so viel im Zimmer sein, liebe Zuschauer, auch wenn die Zimmer schön sind hier. Sie sollen Ihren Urlaub genießen und den sollen Sie außerhalb des Zimmers genießen und auch vielleicht ein bisschen außerhalb des Hotels, weil Hurghada hat sehr viel zu bieten. Und das werden Sie ja sowieso erleben, da ja eine Stadtrundfahrt im Package noch inkludiert ist. Und da wird Ihnen einiges gezeigt. Wir sind jetzt hier im Erdgeschoss, wo das Zimmer ist. Das Zimmer ist schon geöffnet, alles gut vorbereitet, Gott sei Dank. So kenne ich das hier. Das ist das Badezimmer. Natürlich alles, was das Herz begehrt. Duschgel, Shampoo, Körperlotion, alles schön sauber. Begehbare Dusche, das finde ich immer ganz klasse. Dann haben wir hier den Schlafraum. Jetzt habe ich die falsche Seite vom Schrank aufgemacht, ist ja klar. Und natürlich den Safe, den ich auch immer... Da wird täglich bestückt mit Wasser, liebe Zuschauer. Möchten Sie mehr haben? Es gibt natürlich auch andere Softgetränke und Bier für die Minibar. Das bitte an der Rezeption bestellen. Und dann wird die Minibar aufgefüllt, natürlich gegen extra Berechnung. Die Betten stehen hier getrennt. Debbie, gibt es auch Zimmer mit Doppelbetten? Natürlich. Muss man einfach nur an der Rezeption Bescheid sagen. So wie ich meine Astrid kenne, meine Frau, die würde jetzt einfach den Nachttisch wegnehmen, die Betten zusammenschieben und dann ist die Welt wieder in Ordnung. So, das wäre das Zimmer und wir gehen weiter. Und wir sind ganz gut in der Zeit, Debbie. Wir haben noch 3 Minuten, sogar im Fernsehen. Und ich sage es jetzt nochmal, wir sind danach für Sie noch weiterhin da auf Facebook Live und beenden dort den Hotelrundgang komplett. Wir haben jetzt noch den Streichelzoo vor uns. Wir werden mal einen Schwenk über einen der 5 Pools machen. Insgesamt gibt es hier 5, 3 davon sind beheizt. Und wer sich später zugeschaltet hat, für den sei nochmal gesagt, wir sind hier im Seagull Beach Resort. Streichelzoo. Ich würde gerne mal reinschwenken. Jetzt bringe ich die Debbie schon durcheinander, weil ich woanders hingehe. So, hier wird gerade gewässert. Alles in Ordnung gehalten. Und hier hört man vielleicht schon das Gezwitscher der Vögel. Hier sind ganz spezielle Hühnerarten, Tauben, Äffchen, ein Pfau. Hier haben die Kinder ihren Spaß. So, von hier aus gehen wir Richtung Pool. Einen der 5 Pools. Einen der beheizten Pools, ganz wichtig. Danke, Debbie. Können wir eigentlich, die gehen noch in die Bar, ne? In die Buddha-Bar. Die Buddha-Bar. Danach? Die Bar wäre hier, ne? Dann machen wir die Bar jetzt mit. Wie gesagt, das ist einer der beheizten Pools der Anlage. Das Seagull Beach Resort in Hurghada hat insgesamt 5 Pools und 3 davon beheizt. Hier ist nochmal ein Innenhof, wo man abends schön sitzen kann, aber doch natürlich tagsüber, weil hier befindet sich auch eine Bar, nennt sich die Buddha Bar. Da sind 3 Billardtische auch drin. Das lädt hier abends zum Verweilen ein. Übrigens im Winter ist jeden Abend Live-Musik in der Lobby, in der Hauptlobby und im Sommer draußen auf der Terrasse. Auf allen Terrassen, okay. Auf beiden Terrassen ist Live-Musik. Und hier sieht man ja die Boxen stehen. Im Winter ist das innen. Also ihr habt auch hier abends immer Live-Musik. Okay. Die ersten holen sich schon ein Eis. Okay. It's ice cream time. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Spa-Bereich, ne? Wenn Sie schon eine Woche hier sind, liebe Zuschauer, dann können Sie auch mal sich eine Massage gönnen. Und ich höre gerade, wir verabschieden uns von den Fernsehzuschauern. Danke, dass Sie bei uns waren und danke, dass Sie jetzt umschalten auf Facebook Live, weil auf Facebook Live geht's noch weiter.
Ja, er fragt sich, warum bin ich in München? Finde den Fehler. 26 Grad, mein Lieber. 26 Grad haben wir hier in Ägypten. Und hier gibt es auch Snacks am Pool. 1 Grad mehr, mein Lieber. 26. Und heute haben wir kaum Wind. Dann ist natürlich die Sonne noch intensiver. Das ist wirklich der Hammer, ja. So, ich würde jetzt sagen, liebe Facebook-Zuschauer, wir sind jetzt unter uns. Wenn noch Fragen sind, bitte jetzt fragen. Ich habe Debbie, die deutschsprachige oder die deutsche Guest Relation neben mir, die auch Fragen zum Hotel beantworten kann. Wenn irgendwas unklar ist oder Sie gerne was wissen möchten, sagen Sie uns bitte Bescheid. So, hier sind wir in der Reception, in dem Empfangsbereich des Spa-Bereichs. Und wir werden Ihnen jetzt ein paar Behandlungsräume zeigen, den VIP-Raum und danach Sauna, Dampfbad und auch die Ruhezone. We will start this way or this way? This way? Okay. So we are out in the TV, we are now in Facebook Live. So, hier kann man die vielen Funde, die man sich anisst, bitteschön auch abtrainieren, weil hier ist eine Fitness-Area mit Cardio-Geräten und die Muskelmaschinen. Für jeden was dabei. Debbie, jetzt kommt eine Frage, die ist schwer. Hier? Ja. Wann wurde das Hotel gebaut? Vor 20 Jahren. Oh, das weißt du? Ja. Wow, der bist noch gar nicht so lange hier und weißt das. Super. Also das Hotel ist vor 20 Jahren gebaut worden? Genau, wurde 2016 renoviert. 2016 renoviert, okay. Hier ist der Raum für die Thai-Massage. So, hier haben wir den Bereich mit Sauna und Dampfbad und Whirlpool. Und daneben ist der Ruheraum. Ganz so tief gehe ich jetzt nicht rein. Ah, okay, da fragt jemand, was ist das für ein Hotel? Für die, die sich später zugeschaltet haben, wir befinden uns hier im Seagull Beach Resort. Where's the VIP room? I would like to show that. Wir haben nämlich hier einen VIP-Raum, den will ich unbedingt zeigen. Das ist nämlich ganz klasse für Partnermassage geeignet, wenn man so ein Exklusivpaket buchen möchte. Das Zimmer hat nämlich auch einen eigenen Whirlpool. Also hier kann man ein paar Stunden Zweisamkeit genießen. Ist auch wirklich sehr geschmackvoll gemacht, mit privater Sauna, mit privatem Dampfbad, Dusche, Whirlpool und dann hier 2 Liegen für die Partnermassage. Das ist eine schöne Sache. Thank you. Hammam? Hammam. Jetzt zeige ich euch noch das türkische Hammam. Weil jetzt sind wir von der Zeit her ein bisschen flexibler, weil wir sind aus dem Fernsehen raus. Schmell. So, hier haben wir einen großen Raum für türkisches Hammam. Das liebe ich ja besonders. Und wer sich das antun möchte, der sollte vorher Termine reservieren und sollte das am Anfang der Woche machen, weil bei dieser Kleopatra-Behandlung mit dem türkischen Hammam wird der Körper vorher abgeruppelt und abgeschrubbt. Die alten Hautpartikel kommen runter und die Haut wird so für die Sonne fit gemacht. Aber Achtung, nach einem Hammam brauchen Sie einen guten Sonnenschutzmittel, weil die Haut ist dann etwas empfindlicher zu verbrennen. So, Shukran, Salama. So, was haben wir noch zu zeigen? Wir sind durch. Wir sind durch. Wo ist der Kids Club? Der Kids Club ist zurück. An der Rezeption, right? Am Aquapark. Okay, da gehen wir eh nochmal dran vorbei jetzt. Okay, wir machen noch einen kleinen Schlenker, weil es so schön ist und weil der Himmel so schön blau ist und ich Lust machen will auf Urlaub. Deswegen gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Also zum heutigen Urlaubschecker ferngesteuert wurde ein
Paket angeboten, was seinesgleichen sucht, würde ich mal sagen. Ab 199 Euro gibt es eine Woche Hurghada zu buchen als Select. Select meint, man kann nicht aussuchen, in welchem Hotel man untergebracht wird. Man wird untergebracht entweder in dem Hotel, wo wir uns gerade befinden, im Seagull Beach Resort oder im Palma de Meret Hotel oder im Marlin Inn, was zur Azurkette gehört. Ich kann sagen, alle drei Hotels haben ihren eigenen Charme. Alle drei Hotels sind absolut in Ordnung. Man kann sich da absolut wohlfühlen. Gehen wir mal ein Stückchen Richtung Strand. Wie weit ist das Meer, fragt jemand. Ja, schau mal, wir sind schon am Strand. Es gibt zwei Strandabschnitte hier. Das ist Strandabschnitt Nummer 2. Genau, für unsere Schwimmer. Da wird es früher tief, ne? Genau. Also bei diesem Strand kann man direkt anfangen loszuschwimmen. Und beim ersten Strandabschnitt, das wäre ideal für die, die ein bisschen nur im Wasser sich abkühlen wollen, so Knie- oder Hüfttief drinstehen wollen. Da muss man ein Stückchen rauslaufen, bevor man richtig schwimmen kann. Ist natürlich für die Familie mit Kindern ideal, weil es relativ lange flach ist. Relativ lange, von wie viel Meter reden wir da? 5 bis 10 Meter, bevor es tief wird? Ja. 10 Meter? Das ist doch schön. Ich komme jetzt hier nochmal an der Bar vorbei, der Beachbar. Ja, zu trinken gibt es genug. Hallo. Also ich bin total überrascht, weil ich bin sehr oft hier in Sekala, in der Sheraton Road. Und bin auch schon sehr oft hier an dem Hotel vorbeigefahren. Und das ist von außen, sieht das eher ja, wie ein kleines familiäres Hotel aus. Man kommt hier rein und hat ein riesiges Gelände. Es ist wirklich, ich hätte das nie erwartet, dass hier so eine große Hotelanlage ist mit über 700 Zimmer, was sich aber super schön hier in die große Anlage alles einpflegt. Also es ist nirgendwo, wirkt es gedrückt oder so. Es verteilt sich alles gut. Und trotz guter Hotelbelegung gibt es genug Liegen hier. Das finde ich immer toll. Der Albtraum ist ja immer die Leute, die sich morgens um 5 oder um 6 Uhr schon die Liegen reservieren. Jetzt spinnt hier mein Gimpel spinnt hier rum. Was macht er denn? Bitte? Wir können von hier ausgehen. Okay, gehen wir hier rüber. Ach Leute, es ist ein Wetter. Einfach toll. Da haben wir ja auch noch mal Äffchen. Also meine Kamera fängt jetzt an zu spinnen. Tut mir leid, diese Hin- und Herschwenks mache ich nicht. Ich bin unschuldig. Es reagiert jetzt gar nicht mehr. Jetzt hoffe ich, dass ich das noch fertig machen kann, ohne dass man seekrank wird. Also es tut mir jetzt leid. Wo haben wir denn das Äffchen? Ah, das ist ja kein kleiner. Ist das ein Pavian oder was? Keine Ahnung. Wow. Er mag Telefone. Er mag Telefone. Jetzt ist er mal live auf Facebook. Der hat ganz schön gefährliche Eckzähne. So, hier haben wir den Kids Club, ja? Genau. Und hier können die Eltern ihre Kinder hinbringen? Also ab 4 Jahre genau, ohne Eltern und vorher müssen die Eltern dabei bleiben. Genau. Okay, super. Ja, dann haben wir es. Ja, liebe Zuschauer, das war das Seagull Beach Resort hier in Hurghada. Eines der drei Hotels, was man im Moment buchen kann für ab 199 Euro für eine Woche hier in Hurghada, wenn man kurzfristig weg kann. Nämlich im Dezember und im Januar. Natürlich ist das ein Abpreis und es wird auch Zeiten geben in den 2 Monaten, wo es teurer ist. Aber wenn man flexibel ist, hat man hier wirklich die Chance, ein absolut tolles Schnäppchen zu schlagen.
Und ich sage jetzt Dankeschön an Debbie, dass sie mich begleitet hat, mit den Informationen auch, dass ich hier nicht verloren gegangen bin. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sagen tschüss, aus Hurghada. Ciao, ciao.